Achtung, aufgepasst, hier werden Sie Zeuge eines Kaufhauskrimis. Die Sicherheitsleute haben eine Diebin per Kamera entdeckt, rasen los, um sie zu schnappen. Doch statt die Frau festzunehmen, feiern sie sie. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind die 10.000. Diebin in unserem Kaufhaus. Und so absurd das klingt, bekommt die Frau auch noch ein Partyhütchen auf und eine Torte präsentiert. Doch statt sich zu freuen, ergreift die überraschte Diebin schnellstmöglich die Flucht. Das Ganze geschah in einer Filiale der niederländischen Kaufhauskette HEMA. Und die sind bekannt für verrückte Ladenaktionen. Aber auch andere greifen zu solchen verkaufsfördernden Maßnahmen. Die türkische Bekleidungsfirma Mavi zum Beispiel lud bei der Shop-Eröffnung in Berlin zum All-You-Can-Eat ein, allerdings etwas eigeninterpretiert. Jede Klamotte, die sich Kunden in den Mund stopfen können, dürfen sie gratis mitnehmen. Fast 400 Schnäppchenjäger werden da richtig bissig. Ich habe so viel Ellbogen abbekommen, ich krieg bestimmt blaue Flecken morgen. Meine Zähne haben schon ein bisschen wehgetan. Schon nach wenigen Minuten ist der Shop geplündert. Siegerin Sandra hatte am meisten Biss. Also 32 ist schon echt eine ganze Menge. Aber wie hat sie das hinbekommen, 32 Teile in den Mund stopfen? Erstmal sammeln und dann alles gut übereinander legen, dass man möglichst wenig Fläche hat. Insgesamt wurden Klamotten im Wert von 40.000 Euro zwischen den Zähnen abtransportiert. Absurd irgendwie. Aber eine noch verrücktere Ladenaktion leistete sich das spanische Modelabel Desigual ebenfalls in Berlin. Zum Sommerschlussverkauf dürfen die ersten 100 Kunden zwei Teile kostenlos mitnehmen. Allerdings hat das Ganze einen Haken. Erst müssen sich die Kunden bis auf die Unterwäsche ausziehen, bevor sie sich neu einkleiden dürfen. Hemmungen, Fehlanzeige. Verrückt sein gehört dazu. Wann, wenn nicht jetzt? Also mit 80 stelle ich mich nicht mehr hierher. Und der Striptease lohnt sich. Mit bis zu 200 Euro Warenwert geht jeder Nackedei nach Hause. Die verrücktesten Ladenaktionen gibt's aber alljährlich in Amerika. Der Super Sale am Freitag nach Thanksgiving. Da sorgen Riesenrabatte regelmäßig für Riesenrandale und Wühltische werden zum Schlachtfeld. Leute, beruhigt euch, sonst wird noch jemand verletzt. Den Schnäppchenjägern ist das egal. Sie schlagen sich um die Sonderangebote, als ginge es um ihr Leben. Es ist der umsatzstärkste Tag im Jahr, auch wenn die Läden danach ein Schlachtfeld sind. Aber die verrückten Aktionen lohnen sich. Haut zeigen, aber bitte mit Stil. Overknee-Strümpfe sind ein absolutes Must-Have. Egal ob eher schlicht, mit Zopfmuster oder in Strumpfhosenoptik, kombiniert mit Kleidern oder langen Pullis machen die Trendteile echt was her.